Hi Leute, heute geht es um die richtigen Umgebungsbedingungen während der Entgiftung. Welche Bedingungen sind passend, welche sind eher zu meiden und was solltest du beachten, wenn du dich in solchen Gegenden aufhältst? So. Heute ein sehr wichtiges Thema. Und zwar wird es oft ein bisschen vernachlässigt und man denkt dann auch, hey, was ist mit mir los? Wieso kann ich nicht irgendwie länger fasten? Warum funktioniert das Ganze nicht richtig mit der Entgiftung? Und wieso fällt mir das Ganze so schwer? Heute geht es eben dabei um die Umgebungsbedingungen. Und die spielen dabei wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Viele vernachlässigen das. Ich habe selber lange vernachlässigt, aber wenn du da ein bisschen länger mit rumexperimentiert hast, wirst du ganz klar sehen, dass es in einer natürlichen Umgebung mit frischer Luft, harmonischer Umgebung mit Natur viel leichter fällt, zu fasten, den Körper zu reinigen. Und warum? Das möchte ich jetzt in dem Video näher erläutern und da wirklich explizit mal drauf eingehen. Es ist eben so, du kannst es ganz schön vergleichen. Stell dir mal vor, du hast ein Motorboot und probierst jetzt in irgendeinem Tümpel damit rumzufahren, der völlig verschlickt ist, völlig verschleimt, wie dein Körper vielleicht auch. Und du probierst da jetzt deine Runden zu fahren. Du wirst niemals Höchstgeschwindigkeit fahren können. Das ganze Wasser ist nur eine Schlammbrühe. Irgendwo sind Seerosen, Algen und alles Mögliche drin, das sich im Motor verfängt. Dein ganzes System kann nicht richtig arbeiten, wenn du nicht in der richtigen Umgebung bist. Und das konnte ich sehr gut feststellen, als ich zum Beispiel jetzt im Sommer in den Bergen war. Letzten Sommer in Frankreich 2 Wochen. Wir hatten da eine Hütte auf 1400 Meter Höhe, waren es, glaube ich. Perfekt in der Natur. Wir sind jeden Tag mindestens 10 Kilometer gewandert mit Gepäck. Einmal irgendwie 25 Kilometer am Tag mit 1000 Höhenmeter Unterschied. Und was wir da festgestellt haben, war auch, dass wir mit jedem Tag weniger Essen gebraucht haben. Wir hatten gar keinen Hunger mehr, so viel zu essen. Und unser Körper ist viel besser zurechtgekommen, weil die Umgebungsbedingungen viel besser waren. Wir sind ständig von der Luft umgeben. Wie wenn ein Boot jetzt im Wasser ist. Und das Wasser ist einfach eine schlammige Brühe mit Algen und allen möglichen Sachen, wo sich im Motor verfangen. Dann kannst du mit deiner Maschine, mit deinem Boot keine Höchstgeschwindigkeit fahren. Vielleicht verreckt der Motor dabei sogar ganz. Und das ist die Sache, wenn du irgendwo in der Stadt wohnst, neben einer Baustelle, mit Leuten, die anders drauf sind, direkt, viel zu enger Raum. Das hat auch immer eine Auswirkung. Ein Mensch hat auch sein Magnetfeld und das hat eine Ausdehnung und es ist auch messbar. Und dementsprechend, gerade in Städten, wo der Raum sehr eng ist und alles sehr dicht und sehr konzentriert und eine ganz andere Schwingung, viel andere Frequenzen, Maschinen, Klänge, Ultraschall, WLAN, Strahlung und so weiter. Das hat alles Auswirkungen und spielt dann eine Rolle. Und dementsprechend musst du auch in diesen Umgebungen anders essen und du kannst nicht so stark entgiften. Das läuft nicht so gut, wie wenn du irgendwo in den Bergen bist, irgendwo in der Natur, irgendwo im Dschungel oder sonst wo. Im Wald, einfach an der frischen Luft auf dem Land. Und wie gesagt, die Luft ist sehr entscheidend. Wohnst du neben einer Straße, Autobahn, wie weit ist die entfernt? Dann Strahlung. Der WLAN, sonstige Strahlung von allen möglichen Maschinen, die Frequenzen. Ich hatte neulich ein Video darüber gemacht, über Frequenzen, über Klang, die Auswirkung davon. Und schau da unbedingt nochmal rein, da gehe ich da näher drauf ein.
auch wenn du es nicht unbedingt hörst, haben die Frequenzen, diese Schwingungen, die Maschinen haben eine Auswirkung. Also besonders in deinem Schlafraum kannst du darauf achten. Dann gegebenenfalls das Fenster nachts aufmachen, damit du frische Luft hast, gekippt. Und dann arbeiten deine Lungen auch richtig. Deine Lungen, die schwimmen wie ein Fisch im Wasser, so schwimmen die in der Luft. Und wir atmen ständig, sind ständig im Kontakt mit allem, was hier in der Luft ist. Und wenn die Luft verdreckt ist, dann ist das Ganze wie mit dem Beispiel mit dem Motorboot in einem schlickigen Tümpel. Da kommst du nicht richtig voran. Und dementsprechend musst du da mehr essen, dichtere Sachen essen und viele haben da ein schlechteres Gewissen. Und du brauchst dabei kein schlechtes Gewissen haben. Du solltest das essen, was dein Körper gerade in der Situation verlangt. Und dein Körper sagt dir dann ganz genau, in solchen dichteren Umgebungen ist es sehr schwer, sich wirklich da weiter zu reinigen und den Körper richtig zu entgiften. Das ist da wirklich zu berücksichtigen. Deine ganzen Organe, dein ganzes System läuft nicht richtig. Läuft nicht unter optimalen Bedingungen. Ich meine, allein wenn wir schon auf dem Land leben, dann haben wir trotzdem noch unser modernes Haus, wo nicht immer ein Fenster auf ist, wo nicht immer frische Luft da ist, wo eventuell gewisse Ausdünstungen von Plastik, von irgendwelchen Stoffen, von Klamotten, von Chemikalien, von Putzmitteln sind. Und all das spielt eine Rolle während der Entgiftung. Du wirst es ganz klar merken, kannst selber die Erfahrung machen, wenn du irgendwo, wie gesagt, in die Natur, in den Wald, aufs Land gehst. Es fällt 10-mal leichter, weniger zu essen, den Körper zu reinigen, weil deine ganzen Organe besser arbeiten, weil alles besser funktioniert. Das wollte ich heute unbedingt nochmal loswerden, weil viele das sehr vernachlässigen. Ich habe selber lange sehr vernachlässigt und dachte, das funktioniert irgendwie so. Aber es ist 1000-mal leichter, dir eine passende Umgebung zu suchen, wenn du den Körper reinigen und entgiften möchtest. Wenn du deine Krankheiten loshaben möchtest, dann ist es förderlich, dir die passende Umgebung zu suchen. Sonst ist es sehr schwierig. Das passende Umfeld von Leuten natürlich auch, das spielt auch eine Riesenrolle. Und wenn du keine Unterstützung findest, dann sorg zumindest dafür, dass du Raum hast, einen geschützten Raum, wo du dich selber entfalten kannst. Und nicht, dass du noch negativen Einfluss ständig in so einer Wandelphase hast, wo sich erstmal alles festigen muss, wo du eventuell noch verletzlich bist, wie so ein kleiner Keimling, der noch keine Wurzeln geschlagen hat. Wenn du mal Wurzeln geschlagen hast, dich stabilisiert hast in deiner Gesundheit, dann weiter deinen Weg gegangen bist, dann kann auch mal jemand kommen und da einen Ast wegschlagen, dann bist du verwurzelt, dann wächst es einfach nach. Aber wenn der Keimling am Anfang da ist und du gerade erst damit beginnst, dann ist es sehr wichtig, dir einen Rückzugsort zumindest zu suchen, wenn du dir kein positives Umfeld suchen kannst. Dann such dir zumindest das Umfeld, wo du selber dich ausbreiten kannst. Und eine gute Umgebung, passende Umgebung mit frischer Luft, möglichst wenig Strahlung, besorg dir Steckdosenleisten, wo du ausschalten kannst, technische Geräte, vor allem aus dem Schlafraum, nachts raus, alles aus, Handy nachts ausstellen, zumindest in Flugmodus. Und auch so das Handy so oft wie möglich im Flugmodus. Benutzen ein LAN-Kabel anstatt WLAN daheim. Ganz einfach möglich. Und all solche Sachen kannst du beachten, sind extrem förderlich. Wollte ich nur darauf hinweisen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn noch jemand von euch den einen oder anderen Tipp hat, dann postet direkt unten drunter, schreibt einen Kommentar und erzählt noch, was ihr für Möglichkeiten da nutzt, wie ihr für perfekte Umgebungsbedingungen sorgt und was ihr dabei auch noch beachtet. Und ansonsten macht's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.